Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming. So, in der letzten Folge hatten wir hier den Tempel hier wieder ein bisschen mit Leben gefüllt, sage ich mal. Also wir haben dem Priester sein Feld zurückgebracht, wir haben den Trommler hier wieder reingeholt und jetzt sind auch hier wieder ein Haufen Menschen am Start. So, ich würde sagen, jetzt schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Da drüben wäre schon eine Quest Stufe 28, Stufe 28, 28 Mede. Entschuldigung. Da werden wir jetzt mal hinschauen, was uns denn dort erwartet. So, reden wir doch mal mit dem Kameraden. Ich möchte Serapis weiterdienen. Achso, ihr seht der gleiche wieder. Es gibt da eine Sache. Soldaten haben unrechtmäßig Nahrung im Namen von Serapis beschlagnahmt. Sie treiben den Zehnten ein und nehmen das Doppelte für sich selbst. Dann bringen sie es zum Arsenal und teilen es mit den Philakitai. Jetzt hungert das Polizisten? Volk. Und es wird immer schlimmer. Keine Sorge, Priester. Ich lasse das Volk nicht verhungern. Ich werde unter den Menschen am Kai auf dich warten. Finde und stiehl den Karren. Die Karren. Der Karren ist auf dem Weg vom nordwestlichen Markt zum Arsenal. Okay. Ich schau auch dort mal hin. Und Leute, entschuldigt mir das ein bisschen, dass ich hier so fast alles abklapper. Manche wollen ja halt schnell durchgehen oder so. Und aber ich bin da nicht so. Ich will da schon ein bisschen was vom Spiel sehen. Weil sonst brauche ich mir so ein Spiel nicht kaufen für, keine Ahnung, 50 € oder so. Wenn ich hier wieder auf 10 Stunden durch bin, das macht dann auch keinen Spaß. Und so macht es mir einfach mehr Spaß. Okay. 157 Schmiede. Schauen wir doch mal. Okay, den brauchen wir, oder was? Dann gehen wir noch gleich hier lang. Könnten wir vielleicht gleich abpassen. Aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Jalla, jalla. Hey, was? Verschasse deine Mauer! Ich muss weiter! Wieder komplett vorbeigerannt. Ja, vielleicht kommt er hier rum. Okay, da hinten ist er. Hier besteht Serapis. Ihr Wachen sollt doch das Gesetz schützen. Erbärmlich. Für dieses Essen habe ich eine bessere Verwendung. Du hältst nicht. Einmal kann ich denn die scheiß Kahn nicht aufsetzen. Stirb, du Vieh! Das ist genau, was die Einwohner brauchen. Was ist denn jetzt hier? Bring den Kahn zum Priester. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Scheiße, du bist ja komplett falsch. Okay. Hier vorne umdrehen oder so. Muss man, glaube ich, schön drehen.
Ups. Weg hier auf die Seite. Kann ich nicht folgen? Machen wir mal so. Boah, der fährt über Fröhle mit Laufen. Weg! Dann sehen wir ein bisschen was von Alexandria. War nicht schlecht. Seine Bitch! Weg! Sprich mit dem Priester, wo ist er denn? Ah, da. Ein Karren Lebensmittel. Wie bestellt. Die Wachen des Pharao haben gerne gespendet. Das, Seni, ist mehr, als ich erwartet habe. Serapis wird das Volk heute gut versorgen. Möget ihr seinen Segen empfangen, Priester. Du auch, Magi. Sehr schön. So, bis zur Stufe 15 sein? Yep. Alles klar, dann schauen wir doch mal in die Fähigkeiten. 2 Punkte, was machen wir denn? Wenn wir uns mal die Brandbomben nehmen. Komm, das machen wir auch mal. So, wie kann ich jetzt Brandbombe? Ah, okay. Wie kann ich das jetzt schmeißen? Ah, okay. Okay. Bededuk ani kreiert. So, alles klar. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Ich will auch gleich eine Quest. Der Plagiator. Ja, gar nicht so weit weg, 200 Meter nur. Schauen wir doch dort mal hin. Bewegt euch! Auf geht's, ihr Esel! Bewegung! Los! Verflucht sei der König! Verflucht sei diese elende Stadt! Verflucht sei Eodorus! Ja, komm. Schön für dich so viel. Wer bist du? Hat Eodorus dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eodorus. Er hat meinem Gatten Aristor nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre! Eodorus stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen, lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann. Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Okay, müssen wir wieder einen aus dem Käfig holen? Ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bitte, Marie! Ah.
Gib den Weg frei! Hey, was bist du denn für einer? Dich im Wand, Bevis! Da brauchen wir ein neues Pferd oder so. Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein! Wo ist das Pferd jetzt? Ich bin ein Freund von Thanos, ein Beschützer. Schlag den da nochmal, ihr verdient es. Hol sie dir, den da als Nächsten. Der da stinkt wie die Pest, pass auf. Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Ja. Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig. Ich bitte dich. Bitte. Wir müssen aus der Stadt verschwinden. Wir müssen fliehen. Die verdammten Wachen werden mich finden. Ägypten ist kein Ort für einen Philosophen. So, schauen wir mal, wo wir durchkommen. Bewegung, los! Gib den Weg frei! Okay, die lassen mich in Ruhe. Whoa. Aus dem Weg! Oh. Aristo, hier drüben! Das Boot ist bereit! Wir stechen in See, sobald du an Bord bist! Meine Frau! Den Göttern sei Dank! Ja, ich bin ja schon da. Wir sind da. Ihr müsst gehen. Die Philaketai werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Okay. So, nächste Quest wäre dann hier. Oh, Stufe 20. Okay, das brauchen wir nicht machen. Haben wir da noch hier was? Hier wäre noch eine Quest. Stufe 20. Stufe 15, der letzte Leibwächter. Oh, das wäre auch schon schwer. Aber egal. Probieren wir es doch mal. Thank you.
Brutal, wie groß die Gebiete hier sind, ich. Oh, ich wünschte, diese Banditen hätten diesen Arikon. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. 75 Drachmen. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Kena hat Leibwächter. Muss ich jetzt hier spielen? Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus. Okay, schauen wir doch mal, wo wir hier lang fliegen können. Ich glaube, dass wir durch den Kanal am besten kommen. Oh, dort hinten lang, okay. So, wie bringe ich die jetzt? Ah, die ist schon drauf, okay. Okay, ich will mal jetzt nicht so viele Gegner kommen. Endlich! Planänderung, Herakles! Wer? Da. Schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Mei. Ich habe neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schrei ich. Dann sind die ganz sauber? Daten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Uah. Du führst das Boot sehr gut. Wirklich viel besser als meine anderen Leibwächter. Nein. Kind. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es liegt immer nur hier. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Ey. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Natürlich hast du dein Pferd Pegasus genannt. Kopf hoch, Leib. Okay. Hier wie die schicke Mickey-Tussi. Junge Dame, wie schön euch wiederzusehen. Leibwächter spielen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh,
Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Die hässlich. Zeit zu gehen, Leibwächter. Na, wohin? Straße folgen? Machen wir das da. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Nein. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Wie du Rille, Mensch. Ernster als meine üblichen Leibwächter. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich. Danke, Bayek. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Jetzt muss ich dir wirklich noch komische Stoffe besorgen, oder was? Wir sind fast da. Endlich. Jetzt ein bisschen hier. Hab ich doch. Muss ich dir jetzt Ding besorgen, oder was? Kriegen Vogel. Hier solltest du mich nicht hinbringen. Sei gegrüßt, sei gegrüßt. Kaufen. Lass uns gehen. Okay. Bitte, bring mich schnell nach Hause. Ja, wohin denn, Mensch? Wo wohnst du denn? Pegasus! Was ist hier drin, oder was? Komm sofort wieder hierher zurück! Da bist du ja, Mädchen. Lass mich bloß nie wieder allein. Ja, wo ich hier hin bin? Das Haus da raus. Leibwächter, wir können Pegasus nicht hier lassen. Was alles passieren könnte. Wir müssen Pegasus sofort holen. Los! Schön. Wow. Nein. Oh mein Gott. Alles klar. Aha, endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Nur wird's hin. Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier! Geh nicht weg! Den krieg ich doch nie. Nein.
den Weg frei! Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Kannst du mir irgendwann mal geben? Ich würde die wahrscheinlich wechseln. Was? So, jetzt aber komm. Hierher, Bayek! Okay. Papa Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah. Ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Oh, 500, nicht schlecht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, hören wir an dieser Stelle wieder auf, machen Cut und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Game und auch auf meinem Kanal. Ihr könnt auch die anderen Let's Plays mal anschauen, wie ihr lustig seid, Leute. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.